Und damit herzlich willkommen zurück zu Minecraft Megamind. Ich bin heute ganz alleine, weil Jörg noch arbeiten ist und Freddy und Kishi. Also ich weiß nicht, was Freddy macht, aber Kishi zockt bestimmt. Der hat auch so Hobbylose. Ich habe gerade mein Inventar sortiert. Ach ich nicht. Fragt einfach nicht, warum. Wieso liegt eine Schaufel bei Waffen? Der fast kaputt ist. Okay, ich lasse das mal da drin. Wir haben heute ein kleines Ziel und zwar. Scheiße. Wollen wir dieses Dach hier fertig bauen? Und eventuell auch noch das für Kirsch. Ach, okay, die habe ich eigentlich reingesteckt. Ja, ich denke nicht, dass das für Kirsch reicht, aber Kirsch ist halt Kirsch, ne? Das spielt auch keine Rolle, ob das für Kirsch reicht. Brauche ich noch. Dark Oakwood. Da werden die 14 vorerst reichen. Hoffe ich. Ach, scheiße. Ah, dafür brauche ich den Bogen ja nicht. Dann bräuchte ich echt mehr Snail-Slots. Jetzt fange ich auch schon so an wie Jörg. Jörg, du hast mich angesteckt. Arschloch. Dann müssen wir die Kiste. Jörg, eine Wildteilspitzhacke. Oh, ist das gut. Weil wir werden jetzt einmal das Dach umdrehen. Ich habe keinen Timer gestartet. Moment. Ich sage jetzt mal 2 Minuten sind rum. Das heißt, wir haben noch 18 und ich starte. 18 Minuten und in diesen 18 Minuten werden wir das Haus bauen. Wo waren wir gestern eigentlich? Ach ja, falls dieser Part auch noch verspätet hochgeladen wird, tut mir das leid, aber ich muss erstmal vorproduzieren ohne Ende. Weil ich ein kleines Problem habe, und zwar habe ich, wie man vielleicht weiß, Datenvolumen, also LTE, Internet, weil ich sonst so eine Leitung hätte, die mit Bambusstöcken zusammengesteckt ist und irgendwie dann Affe drin sitzt und die Daten weiterleitet. Und der ist nicht gerade gut, ich glaube, der ist irgendwie besoffen, der Affe. Naja, jedenfalls ist es sehr langsam. Und deshalb habe ich Datenvolumen, Internet und. Das ist fast leer. Meine Schuld. Logisch. Ich habe irgendwie nur noch 3 GB für den restlichen Monat. Und der Monat sind noch. Oh, Moment, wir haben den. Kurz runterscrollen. 20. Mai. Das heißt, 5 Tage von diesem Monat sind um. Ist vielleicht nicht so optimal. Naja, deshalb muss ich halt schauen, dass ich das hinkriege mit dem Datenvolumen für diesen Monat. Das heißt, ich nehme gerade erstmal massenhaft Minecraft auf. Letzten Monat kam ja schon nicht genug Minecraft, weil ich kein Datenvolumen mehr hatte. Deshalb bin ich gerade dabei, 32 Parts vorzuproduzieren. 32 oder halt mehr, damit ich noch einen kleinen Puffer habe. Und ich weiß noch nicht genau, wie das klappt, ob das alles so klappt, wie ich das haben wollte. Ihr werdet es ja sehen. Deshalb kam jedenfalls. Moment, das hier ist jetzt der 13. Part, den ich auch. Okay, der Part wird wieder aktuell kommen. Das ist also letzte Woche Montag, Dienstag, Mittwoch. Also jetzt am 20. die Woche. 19. und 20. kam ja kein Video. Wo ja eigentlich hätten Minecraft und Titan Quest kommen müssen. Und die sind halt nicht gekommen, weil ich kein Minecraft und kein Titan Quest hatte. Oder besser gesagt, ich habe aufgenommen und hatte kein Datenvolumen zum Hochladen. Ist ein bisschen scheiße mit Datenvolumen, aber ist halt besser als beschissenes Internet. Ich kriege gerade 1000 Nachrichten bei WhatsApp, weil die Leute mal nicht verstehen, dass ich aufnehme. Das heißt dann, was nimmst du denn auf? Weil halt nicht jeder weiß, dass ich Let's Plays mache. So aus meinem Freundeskreis weiß das Gott sei Dank noch nicht jeder. Muss auch gar nicht erst jeder wissen. Das wissen schon zu viele. Naja, wir machen heute jedenfalls erstmal das Bauernhaus. Wird denn los? Bauernhaus. Entschuldigung. Lagerhaus. Soweit fertig. Das ist nämlich eins, was auf meiner To-Do-Liste noch steht. Steht Lagerhaus plus Dach. Weißt du, eigentlich auch noch Kisten sortieren, aber darauf habe ich keinen Bock. Die Kisten sind ja auch noch nicht ganz optimal sortiert. Wie gesagt, die Ender Chest muss Jörg machen. Der hat jetzt eine Silk Touch Spitzhacke.
Ich weiß nicht, ob er das mitgekriegt hat. Kann sein, dass er das in der Aufnahmepause kurz gemacht hatte. Das war bevor oder nachdem wir aus der Hölle kamen. Weiß ich nicht mehr genau. Er hat jedenfalls eine. Bin ich ziemlich froh drüber. Er hat erstmal richtig abgefeiert. Oh ja, Kiste. Ich kann leider nicht so viel reden, sorry. Aber ist vielleicht auch ganz gut. Ich hasse mein Reden. Bin ich in der Aufnahme nicht so dumm. In der Nachbearbeitung. In der Nachbearbeitung denke ich mir immer so, oh, was ist das für ein Spaß, der da redet. Und dann merke ich, oh, ich rede selber. Ernsthaft, ich hätte gerne mal von euch ein Feedback, warum ihr diese Videos guckt. Also ich verstehe, warum man Let's Plays guckt, aber warum guckt ihr bei mir? Nur mal so als kleines Feedback. Wäre echt lieb von euch, danke. Wenn ihr es nicht macht, dann macht ihr es halt nicht. Ist auch okay für mich. Musik rein. Na, da hatten wir ja schon die Awkward-Knappheit, die Dark Awkward-Knappheit, wo ich immer noch in meinem eigenen Garten farmen musste, um nur noch zu kriegen. Das heißt, wir machen hier mal ein bisschen neu. So. Kiste weg, die Kiste weg, die Kiste auch noch. Ach ja, hier sieht man jetzt den Ofen. Ich finde sowas schon okay, ne? Ach ne, wir haben es ja letztes Mal. Aua. Wie hatten wir das letzte Mal gemacht? So, ne? Gut, das war jetzt schlecht. Ich das ja so machen. Wie sieht das aus? Ich würde mir das mal angucken von unten. Ist okay, oder? Ja. Jo, machen wir so. Ist jetzt entschieden ohne die anderen. Wie gesagt, Freddy hat momentan wohl irgendwie sowieso keinen Bock auf Minecraft. Ich weiß gar nicht, ob der pünktlich hochgeladen hat. Er wird jedenfalls demnächst ihm hochladen können. Ich habe 5 Parts aufgenommen oder so und er irgendwie einen. Oder vielleicht auch zwei. Jedenfalls eigentlich nicht genug zum Hochladen. Wir wollten ja eigentlich jeden Tag hochladen, aber wir müssen uns sowieso. Ich sag mal, es kommt bald wahrscheinlich, vielleicht eventuell etwas Neues. Wir wissen noch nicht wann, wir wissen noch nicht wie, mit wie vielen, wissen wir auch noch nicht. Wissen wir alle noch nicht. Wird kommen, werden wir sehen. Und mal gucken, ob es schön wird. Weiß ich auch noch nicht. Also kann sein, dass es richtig scheiße wird. Ich hatte mir das ja auch ein bisschen anders vorgestellt, ein bisschen gemeinschaftlicher, aber inzwischen sind wir irgendwie die einzigen, die auf dem Server sind, durchgehend. Wir sind ja wirklich. Wir machen ja wirklich noch was. Das sieht man ja in unseren Parts, das sieht man ja in unserer Stadt. Und dann so die Leute, die uns eingeladen haben, das war Game Chest. Game Chest heißen sie jetzt. Danke übrigens nochmal für die Einladung. Oder was gesagt, Freddy hat mich ja vorgeschlagen. Freddy wurde ja von Game Chest eingeladen. Und die meinten so irgendwie, ja, wir wollen die Community ein bisschen näher zusammenführen. Wo war ich stehen geblieben? Ich wollte sagen, dass die eigentlich noch die einzigen sind, die sonst noch ein bisschen aufnehmen. Ich war ja neulich den einen Part bei im Dschungel bei den Leuten da, die mich dann auch sofort mal gekillt haben, also killen wollten, wo ich dann aus Angst geflohen bin, weil weder mein Computer noch mein Internet es zulassen, dass ich kämpfe, noch. Wird sich auch in demnächst ändern, sehr bald. Naja, jedenfalls hatte ich da keinen Bock auf den Kampf. Und ja, das sind eigentlich so die einzigen, die überhaupt noch aufnehmen. Game Chest hat jetzt irgendwie 6 Millionen Parts vorproduziert, wie wir auch. Die laden irgendwie seit Wochen jeden Tag 2 Parts hoch. Ich verstehe nicht, wo das Problem ist. Ich meine, wir haben echt viel vorproduziert, okay? Wir haben monatelang nicht gezockt oder so. Unter anderem auch, weil ich kein Internet hatte. Aber weil wir haben, also das ist jetzt gleich seit Part 60. Und so insgesamt, wie lange geht das Projekt? 2 Monate? Wenn überhaupt? Ja, 2 Monate könnte hinkommen. Vielleicht auch ein bisschen länger. Weiß ich nicht, aber nicht viel länger. Das ist schon ganz schön hart für 2 Monate. So viel aufgenommen haben wir nicht. Wir haben entweder ganz viel aufgenommen oder gar nicht. Oder halt nur ein Part, wenn einer was brauchte. Was ist denn da draußen los gerade bei mir? Ist voll laut hier gerade.
machen wir doch erstmal hier das Dach fertig. Ich sehe gerade, wir haben noch 10 Minuten, das hört sich gut an. Ist, wow. Ist eine gute Ansage. Wir haben auch noch ganz schön viele Bricks. Ach mal, ach, da saugt wer. Okay, sorry. Hauptsache meine Nachbarn sind nicht am Bumsen wie die von Tuttle. Ja, man merkt vielleicht, ich gucke selbst Let's Plays und so ein Scheiß. Wieso erzähle ich sowas? Worauf wollte ich nochmal hinaus? Ach ja, ich finde es ein bisschen schade, dass die Leute nicht aufnehmen. Oder. Ihr kennt ja Jörg. Jörg guckt übrigens auch zu. Hallo Jörg, ein Großer an dieser Stelle. Und der guckt halt öfters mal auf die Dynamic Map. Er arbeitet zwar auch, aber irgendwie. Freddy ist 2 Sekunden auf dem Server und Jörg schreibt ihn an. Nimmst du auf? So 2 Sekunden später. Und ich weiß nicht. Der hat auch mit mir gefragt. Er meinte, nö, war seit Wochen keine Ahnung. Irgendwie Sky Plaza ist ja sowieso raus. Das ist die Stadt, die wir sowieso nicht mochten, die wir eigentlich ausrotten wollten. Und irgendwie ist niemand von denen on. Also nie jemand irgendwer on. Die haben ja, also Sky Plaza, ich weiß nicht, wer es mitgekriegt hat. Der hat das Projekt verlassen. Der will seinem Kanal, bitte geht nicht auf diesen Kanal, der Musik widmen. Und bitte hört euch auch nicht diese Musik an, weil das ist keine Musik. Skyblazer, wenn du das hörst, du machst keine Musik. Du tippst auf einem Soundboard rum, in einer Reihenfolge. Das ist nicht gut. Ich kann dir gerne meinen Link schicken zum Video, der das kann. Aber nicht du. Du kannst das nicht. Naja, jedenfalls sind wir denen schon mal los, deswegen. Er meinte aber, er will weiter zocken. Und ich sehe außer uns nie jemanden online auf diesem Server. Das finde ich schade, weil ich dachte mir so, hey, kannst auch mal mit den anderen aufnehmen. Mit Stadt Dschungel habe ich mir ein bisschen versaut. Bin ich schuld dran? Ja, fand ich aber lustig. Die Gelegenheit war einfach gut. Aber falls ihr das scheiße fandet von mir, schreibt es mal in die Kommentare. Was jetzt von mir? Nein. Schreibt es bitte nicht in die Kommentare, ich will nicht so anfangen. Nee, und ich weiß nicht. Ich habe auch keinen Wert auf eine Konversation mit denen gelegt. Habe ich nicht für nötig empfunden. Ich habe dann ja nachher noch ein bisschen. Also, es wurden neue Regeln wegen mir festgelegt, so dass man im Kampf nicht mehr disloggen darf. Disloggen, keine Ahnung, ob das so heißt. Dass man sich halt im Kampf nicht mehr ausloggen darf. Ich werde es trotzdem machen, wenn die mich angreifen mit meinem schlechten PC. Ich meine, ihr seht das ruckeln. Ich habe gerade 17 FPS, ich habe keine Ahnung warum. Wahrscheinlich hat mir jemand in Skype geschrieben. Kann man gleich mal nachgucken, nach dem Part. Aber ist mir egal. Jedenfalls, ich werde weiter disloggen, wenn mein PC leckt. Punkt. Die können sich ja gar nicht vorstellen, wie egal mir das ist. Naja, dann wurde auch noch irgendwie die Regel erlassen, dass man in keine Häuser mehr reingehen darf, was man vielleicht mitgekriegt hat, weil Freddy und ich in einem Part vorher, also ich glaube vor 3, 4 Parts müsste das gewesen sein, nein, 3, 4 Parts habe ich mit Dingens aufgenommen, mit Jörg, vor 6 Parts sagen wir einfach mal, da haben wir den Portalraum sozusagen sicher gebaut. Und da habe ich überall hingeschrieben, Haus von Fischi, Freddy und Jörg. Und laut deren Regel dürfen die da jetzt nicht mehr rein und unser Portal auch nicht wieder kaputt machen. Das finde ich gut. Deshalb habe ich das eigentlich nur gemacht. Der Part heißt ja auch so, also Safe Room bauen, How to make a safe portal room. Und genau darum geht es eigentlich auch. Naja. Und ich weiß nicht, irgendwie war mein Bett ja die ganze letzte Zeit scheiße. Ich hoffe, das hat jetzt mal aufgehört. Im letzten Part war es schon wieder gut. Okay, Kishi, ich habe niemals genug Steine für dich. Auch nicht mit dem Clay, den du gefarmt hast. Dann müssen wir wohl nochmal zu Game Chest unterfarmen. Na, Game Chest hat ja auf jeden Fall noch ein Team dabei. Ich weiß nicht, wie viele Leute das sind. No Limit Games. Und davon habe ich auch noch nie jemand online gesehen. Die Stadt besteht ja von denen aus No Limit Games, das sind glaube ich 2 Leute und One Games, das sind 5 Leute, also One Game TV, besser gesagt die Game Chest. Keine Ahnung, die haben sich ja gerade erst umbenannt. Nenne ich sie einfach mal Game Chest. G-Chest. Und die sind irgendwie auch nie online. Also wenn jemand online ist, ist das meistens Paya. Äpfel manchmal. Ich weiß auch nicht, ob der zu der Stadt gehört. Oder ob der zum Dschungel gehört. Und zwischendurch auch nochmal Baywatch. Und das war's dann.
Ich habe noch mit keinem aus einer anderen Stadt aufgenommen. Ich habe auch nicht davon gehört, dass irgendwelche Leute, die sich vorher noch nicht kannten, zusammen aufgenommen haben. Wir haben ja ein paar TTT zusammengezockt, das war ganz lustig, haha. Aber das war es dann auch schon wieder, ne? Ist halt ein bisschen doof. Ich hatte mir das ein bisschen anders vorgestellt, aber macht ja im Großen und Ganzen Spaß mit den Leuten, die ich habe. Ich habe ja überhaupt die geilste Stadt der Welt. Mit Freddy, Kirschi und Jörg. Weil Jörg einfach der Oberpro ist. In diesem Spiel. Und ja. Kirschi ist halt Kirschi, ne? Kirschi ist halt anwesend. Hier eine Treppe hin. Ja, gut, das passt. Ja, ich finde meine Stadt echt angenehm, so vom Spielen her. Außer Freddy gerade momentan, aber Freddy hat immer so seine Phasen, wo er auf ein Spiel steht. Ich meinte gestern so zu ihm, hey, Bock auf Aufnahme? Und der meinte so, nö, keine Lust, GTA Online zocken. Und dann haben wir 20 Minuten lang Titan Quest aufgenommen. Was ich hätte heute hochladen müssen, sorry. Also am 20. sorry, dass es nicht kam. Wir haben niemals genug fucking Steine für Kishis Dach. Naja, und wie gesagt, dann kam halt nichts, weil. Also. Warte. Und danach hat er gesagt, jo, ich zocke jetzt weiter mit Kishi GTA Online. Kishi hatte deswegen gestern auch keine Zeit. Deshalb habe ich die letzten Parts hier nur mit Jörg aufgenommen. Und jetzt haben sie alle drei keine Zeit, weil Freddy noch nicht mal zu Hause ist oder so und Jörg noch arbeitet und Kishi ist vielleicht tot. Er war ja schon mal vielleicht tot. Ich weiß nicht, er hat mir vielleicht jetzt gerade geantwortet, dann schreibe ich ihm gleich mal. Und naja, der Part muss doch gleich zu Ende sein, soweit ich weiß. Guck mal kurz nach. Ja, 2 Minuten haben wir noch, 2,5 Minuten. Aua. Ich hoffe, die Treppen reichen überhaupt für das Dach hier. Ich meine, Alter, Clay ist so ein kostbarer Rohstoff für mich. Ich baue gerne damit, ich baue gerne Dächer damit. Und der kostet einfach so fucking viel. Also Treppen und sowas kosten so fucking viel damit. Du brauchst irgendwie. Warte mal, drei, sechs. Du brauchst 6 Blöcke. Wofür du 4 Clay brauchst. Also. 21 Clay für 4 Treppen. Ist ja nicht so, dass das hier ein Drittel, ein Dreiviertel Block ist und du trotzdem 6 Blöcke für 4. Warte mal, das passt ja sogar. Nein, Dreiviertel, oh, das passt nicht. Dann wird es passen, wenn du. Fuck. Oh Gott, Hirnfuck. Das ist ein Viertelblock. Das ist kein Viertel. Moment. Ich hab's vielleicht heute nochmal irgendwann. Nein, habe ich nicht. Okay, keine Ahnung. Jedenfalls ist Clay irgendwie ein bisschen uneffizient. Oh, fuck, vom Dach gefallen. Danke. Auf jeden Fall, danke. Hier kommt vielleicht auch nochmal Lightstones irgendwann dran. Okay, das Lagerhaus ist jetzt ein bisschen heftig. Danke. Das war's auch mit diesem Part. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Ich baue jetzt hier noch kurz den Dreck ab und mache im nächsten Part das Dach fertig und dann sortiere ich ein bisschen. Guck mal kurz nach, ob Kirche mir geschrieben hat. Haut rein, Leute. Tschüss.